Ich muss ihn einfach erstmal wieder Otto lassen und mich lassen. Natürlich bewegt sich dann der ganze Felsen hoch. Ist ja logisch. Schnauze. Da oben sind wieder Federn. Aber wir holen uns erstmal. So, jetzt müsste ich. Jetzt habe ich auf einmal 13. Das langt noch nicht. Oh, höher geht's nicht. Okay, Otto. Auf geht die wilde Fahrt. Flatterbändchen. Hier oben ist es aber kalt und windig. Jetzt müssen wir uns gegen den Wind ankämpfen. Das war gezielt. Falls gleich wir von Eisbären oder so angegriffen werden. Voll cool gemacht hier oben so mit dem gegen Wind laufen. Okay, springen. Okay, das wird uns bestimmt gleich noch zum Verhängnis. Da wette ich mit euch. Um 50 Mark. Das wird bestimmt gleich noch irgendwie so jumpmäßig irgendwas. Vielleicht kriechen? Ne, crouchen kann. Kann ich crouchen? Ah! Natürlich. Unser Häschen rutscht auf Eis. Mein Gott. Okay. Ja, dieses Ding da im Hintergrund ist ja nur das Ding im Hintergrund. Ich muss mal kurz gucken. Da unten ist wieder so ein Hebel. Oho. So, ich möchte aber eigentlich gerne da hoch. Scheiße, kriege ich nicht mehr. Kann ich mich in den Tod stürzen? Ja. Sorry, aber ich muss diese Schrapnelle haben. Das ist wichtig. So, jetzt. Ich gehe denn das zurück, weil da hinten ein riesiger Stein runterfällt. Was ist denn das für eine komische Welt, in der wir sind? Das war. Muss Doppelsprung machen. Okay, weiter geht's. Au. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass auf einmal überall. Scheiße. Ah ne, okay, jetzt. Ah, okay, ich hab's. Erstmal muss natürlich der Stein dran vorbeirollern und dann müssen wir schneller als der Stein sein. Erstmal so. Okay, kein Doppelsprung, das ist. Ich gehe einfach nach links runter, alles klar. Nicht weiter umgucken. Sondern wir machen das so. Dann machen wir das so. Hey! Hä? Ach, da hinten rechts. Oh Gott. Ja, ich hab's nicht gesehen. Es tut mir leid. So schnell bin ich gar nicht. Kann ich nicht einfach. Ist dir so Harvey da fallen lassen? Harvey mit den blauen Augen hier oder wie er heißt. Ach Mist. Ich bin zu aufgeregt. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir es hin. Jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich es im Urin, dass wir das hinbekommen. Das war jetzt ja schon ein bisschen trickiger, ne? Erstmal gucken wir natürlich, was hier hinten ist, aber ich glaube, hier hinten ist einfach da hinten zu sein. Ich glaube, da hinten nämlich geht's weiter. Alter! Okay, Gott sei Dank.
war da noch irgendwie so ein Alpha-Pixel, wo ich mich dran festhalten konnte und nochmal springen konnte. So. Wo sind wir nun? Allgemein, wo sind wir überhaupt? So, ich lasse Harvey schon mal gleich da. Ist das ein Roboter? Alter! Harvey, komm mit! Harvey, bleib da! Hat er gerade Harvey geschlagen? Okay. Er darf Harvey nicht schlagen. Wenn ich das deaktiviere, dann... Okay, hier gibt's... Hier gibt's auch Endgegner. Hier gibt's auch Endgegner. Schnell, Harvey! Boah, der hat mich abgelasert. Okay. Könnten wir Harvey ja eigentlich gleich hier liegen lassen? Dann aktivieren wir den Roboter. Und dann lassen wir den gleichen Stein auf den Kopf knallen. Nee, geht nicht. Jetzt aber. Warum ging das denn nicht? Ich dachte, das konnten wir so schnell abkürzen. Au. Warum ging das jetzt nicht? Kann mir das jemand erklären? Aktivieren das Schnitzel? Machen so. Ach ja, er darf Harvey ja nicht runterhauen. Otto. Mann, warum nenne ich ihn ständig Harvey? Stellen, damit er mich nicht ablasert. Der greift ja jetzt schon an. Ist doch gar nichts los, Junge. Hier ist vielleicht schon was los, irgendwie. Hat er doch schon. Eine erhöhte Aggression. Ich dachte, der schlägt nach links. Der hat auch so nach links geguckt. Ein erhöhtes Aggressionspotenzial hat dieser Roboter auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, warum er schon aufgewacht war. Harvey, geh mal da hin. Lasert der denn jetzt so viel? Ich laser doch auch nicht. Okay, das ist jetzt zeitlich ziemlich begrenzt. Mist. Na komm. Gib's mir. Okay, ich muss mal kurz. Abi. Bist du mal da? Schlag mich. Au, fuck.
lief jetzt eigentlich gar nicht mal so doof. Ich kam mir jetzt gar nicht so gut vor, wie sonst immer. Ganz ungewöhnlich. Lecker. Renne ich in die Steine rein. Kann mir das irgendjemand erklären? Okay, scheinbar wird das hier ein bisschen länger, länger dauern. Ich habe jetzt den Roboter schon nicht mehr lieb. Habe ich. Ich denke mal, dass wir ihn dreimal erwischen müssen. Schlag mich. Ich weiß, dass du es willst. Hahaha. Bin intelligenter als du. Ich bin ein bisschen. Er lässt das zweimal fallen, scheinbar die Steine, und der fängt an rumzulasern. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich die Steine. Die müssen ja eigentlich rein theoretisch da drauf liegen bleiben. Würde ich mal so behaupten, in meinen Jugendlichen. Wahnsinn. Nein, schlägt der HB. Okay, ich dachte, wir können das ein bisschen beschleunigen. So, schlag mal erstmal da hin. Wieder weg. Wir müssen hier arbeiten. Schlag dahin. Das ist ein Bild. Warum ist hier so ein scheiß Roboter? Ich hab vergessen, Habe aufzusammeln. Oder Otto. Er heißt Otto. Jetzt hab ich mir aber Habe eingeprägt. So, hau mal schnell hier hin, kleiner Mann. Schlägt denn der da jetzt nochmal hin, der alte Knops? Okay. Das ist langsam langwierig. Das ist ein Gegner. Wir wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, warum wir den angreifen müssen. Ich weiß, dass du es willst. Oder meinen, dass ich dir böse Sachen getan habe oder so, ich weiß nicht. Sammeln. Ah, jetzt schlägt er ja doch wieder um sich. Ah, fuck. Jetzt lasert er auch noch. Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich so ein bisschen sein Schema erkannt und bin jetzt davon gerannt. Ja, wir sind alle ganz stolz auf mich. Also nichts mit Jane Stein irgendwie. Sondern weiterhin die Schläge. Na komm, Kleiner. Oh nee, ich hatte die. Ich
Laser, Stein, Stein, Laser und dann HW ablegen. Ich war jetzt kurz am Überlegen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich hab vergessen, HW abzulegen. Der denn nach links? Okay, das war jetzt ein bisschen richtig scheiße. So schwer ist das eigentlich gar nicht, aber irgendwie... Schau dich wieder einen kleinen Weg an. Steinschläge. Lass ihn jetzt echt mal Stein schlagen hier. Und jetzt macht er Laser. Also Laser ist der Typ. Nochmal Stein. Schreibe ich mir HW einfach nochmal. Jetzt macht er wieder Laser. Laser jetzt nicht. Ach, Gott sei Dank. Jetzt muss ich mir erstmal kurz die Hände abwischen vom ganzen Stein. Vom ganzen Schweiß von dem Controller hier. Der Controller schwitzt wie Sau. Ist ekelhaft. Ja. Das war Endgegner Roboto Arigato Marorato. Wie gesagt, gar nicht so schwer, wenn man sein Schema kennt und es nicht ständig vergisst, so wie ich. Wer spricht denn da? Geht's dir gut? Okay, was ist denn jetzt los? Knarre habe ich noch. Okay. Da war gerade unser Mädchen, dessen Namen wir nicht kennen, die am Anfang von den Schatten... Bin ich gerade echt in sein Maul gesprungen? Die am Anfang von den Schatten entführt wurde.